Du bist die Person, die erst die ganze Runde mit Raps gespielt hat. Du hast die ganze Runde mit Raps gespielt, eben gegen mich. Permanent mit deinen Scheiß-Raps. Und jetzt siehst du mal, wie das ist. Mit deinen Scheiß-Raps, wo du dich permanent reingesetzt hast. Die ganze Runde. Setz dich nie wieder gegen mich in Raps. You can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take the words. Okay, komm. Auch wenn du sie nicht siehst. Dafür müsst ihr das neue Pack haben. Die glitzert, ja? Dann diese super krasse Gold-Pickaxe. Pickaxe, Alter. Pickaxe. Müsst ihr euch unbedingt gönnen. Sieht schon geil aus, oder? Was ist das für ein Pack? Wärmes 20k-Pack. Unglaublich geil. Muss ich auf jeden Fall holen. Ja, Leute, willkommen zum Video. In diesem Video wollte ich euch ja schon mal zeigen, oder das habe ich im letzten Video angeteasert, wie einfach keine Klicks oben links bei Label und angezeigt werden. Und zwar ist das eine Clickart. Ja, es gibt auch einige, die schon richtig in die Kommentare geschrieben haben, aber viele haben da auch noch gerätselt, woran das liegt. Ich mache einmal kurz stein. Denn wir nehmen die Runde hier wieder um 0.45 Uhr auf. Das heißt, auf dem Server sind gerade nur 40 oder 50 Leute. Ja, diese Aufnahmezeiten sind echt perfekt. Starten auch gleich die Runde. Ja, ich werde das jetzt in der ersten Runde noch nicht zeigen. Also erst vorab will ich euch aber erstmal was anderes zeigen. Und zwar haben sich die Picken in den Packs so ein bisschen geändert. Ihr seht hier einmal kurz Holzpickel. Und jetzt werde ich gerade ein bisschen gesandwiched. Starten wir die Runde halt einfach nur mit drei Leuten. Na gut, das schreibe ich slow. Islol. Islol. Jamming-Frage. So, jetzt einmal kurz geht's wieder. Gold machen wir aus, Item Drop an. So. Jetzt werde ich euch das gleich einmal kurz in der Runde hier zeigen. Ich werde es aber erst im Finale machen, wenn wenig Zeit ist. Ja, was ich auch vorhab, viele fragen ja immer, hey, kann ich vielleicht in deine Gomme FL, kann ich vielleicht da in die FL? Ich habe eigentlich auf den meisten Servern die FL privat, aber... werde das jetzt mal so ein bisschen anders machen. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach in die Kommentare euren Ingame-Namen schreiben. Denn ich werde jetzt einfach mal die Gomma-FL sozusagen so ein bisschen auslösen, weil ich will meine FL eigentlich wirklich immer noch privat halten. Ciao. Aber ich mache es dann mal so, dass ich einfach täglich jetzt für 30 Tage lang einfach eine Person annehme, mir die Namen halt aufschreibe und die halt dann immer sozusagen beim nächsten Video auslöse. Das heißt, ihr könnt hier unter dieses Video einfach an euren Kommentar noch vielleicht auch einen Ingame-Namen dranhängen oder halt einfach einen Kommentar mit eurem Ingame-Namen anschreiben. Das werde ich dann einfach random im nächsten Video, sage ich mal, auslosen, den Namen. Und der Person werde ich dann auf Gomma eine FA schicken und werde dann halt insgesamt mit 30 Namen rauspicken, also jedes Video eins, werde das dann halt immer im jeweils nächsten Video auflösen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier den Namen unter das Video hier schreibt, werde ich im nächsten Video einfach eure Namen halt random auslosen, also per Random Picker. Und werde euch dann halt auf Gomma als Friend adden. Das Ganze soll überhaupt nicht abgehoben oder so sein. Ich habe es halt eigentlich nur auf Servern lieber, dass halt eine FL privat ist. Weil eine FL halt schon, wie der Name sagt, Friendlist ist. Und ich schreibe mir dann quasi diese 30 Namen auf. Und nachdem ich halt diese 30 Leute in die FL hinzugefügt habe und der stackt ein bisschen. Muss dieses Gestacke denn jetzt sein? GG. Und dann werde ich halt jeden Tag, also immer im darauffolgenden Video, Leute einfach an der Gomma FL adden. Das Ganze soll halt, wie gesagt, überhaupt nicht abgehoben sein. Ich habe halt meine FL eigentlich immer gerne privat. Und solange Gomma halt noch nicht hat, dass man die FL irgendwie so einstellen kann, dass man Freunde hat, die man beim Friendly nicht entfernt. Und der schafft halt nicht mehr MNG. Ach Gott, dieser Gegner regt ja so auf. Yeah,
Junge, Tornado CW. Das ist by the way auch meine erste Runde Minecraft, jetzt seit wieder 2 Tagen, das heißt, ich bin mega uneingespielt und hab direkt so einen ekelhaften Gegner. Wie kann man denn so nerven? Oh Gott. Junge. Willst du mich verarschen, Mann? Was? Oh Gott, Junge. So, wir spielen jetzt nochmal eine nächste Runde und ich werde jetzt erstmal diesen Tornado direkt killen, weil der, wie er abfuckt, ey. Man kann echt nicht gescheit aufnehmen bei solchen Leuten, die sich einfach nur stacken und mit Web spielen. Oh Gott, ekelhafte Spielweise. Ich finde es relativ schade, dass die Webs hier nicht nach einer bestimmten Zeit verschwinden, wie halt auf Evi. Gucken wir uns das hier mal an. Mitten am Spawn steht ein Web. Ach, Typ. Und er lief. Oh, schade. So, was ich aber noch zeigen wollte, ist, wir machen jetzt einmal kurz bei Ingame-Anzeige den Klicktest an. Wie keine Klicks zustande kommen. Da seht ihr jetzt hier schon mal, ich kann nochmal testen. Jetzt hier kommt ein Klick. Hier kommt kein Klick. Hier kommt kein Klick. Hier kommt ein Klick. Auch Klick. Funktioniert halt nur manchmal nicht. Ich würde euch jetzt gerne gleich nochmal zeigen, wie das genau funktioniert, aber der Typ hier schwitzt gerade ein bisschen rein, deswegen. Okay. Und zwar funktioniert das, indem ihr einfach so einen Double-Click macht. Da haut ihr einfach einmal kurz auf die Maus. So, und ihr seht einfach, wenn ihr so einen Double-Click macht, dann werden die Klicks einfach von Levimod einfach gar nicht registriert. Mir wurde schon gesagt, dass es bei Keystrokes registriert wird, aber auf jeden Fall wird bei der normalen Klick das Anzeige, werden die Klicks einfach nicht registriert. Und das war's mit der Runde. Und ja, das Problem um diese Uhrzeit, wenn ich aufnehme, ist, dass immer nur dieselben Leute spielen. Und wenn das halt jetzt, sage ich mal, ein paar ekelhafte Leute sind, wie jetzt gerade der eine zum Beispiel mit Rap oder so, dann werden das halt immer dieselben sein. Und wir machen einfach mal kurz ein 1-1 gegen den. Wir sind doch zu dritt. Ja, also wie ich das mit der FL jetzt meinte, ist, dass ich euch in diesem Video jetzt quasi einen FL-Platz verlose, so will ich das aber auch nicht sagen. Sondern meine FL ist halt eigentlich privat, aber ich mache das jetzt einfach so, dass ihr unter dieses Video hier einfach euren Ingame-Namen schreiben könnt, halt in einem extra Kommentar oder halt einfach unter eurem richtigen Kommentar. Und dann suche ich im nächsten Video halt einfach irgendwie random einen Kommentar aus, unter allen Kommentaren hier, und edit diese Person dann halt auf Gamma. Und macht das dann halt insgesamt 30 Mal, schreibt mir diese 30 Namen dann sozusagen halt einfach auf. Und ja, so haben 30 Leute halt quasi die Möglichkeit, dann einen Monat lang FL zu sein. Und danach remove ich die Leute dann halt wieder und kann das dann halt nochmal machen, weil ich will meine FL eigentlich halt privat halten.
das einmal kurz. Wir versuchen jetzt einfach mal so ein bisschen so auf Range zu gehen, weil im Game Mode 1, wer es noch nicht weiß, und jetzt haben wir gerade wieder mit diesen Double Clicks, hat man eine höhere Range. Und ja, wir versuchen jetzt einfach mal gegen den hier so ein bisschen mit Range zu spielen. Also er hat leider schon gesehen, dass ich einen Bogen hatte, aber das muss ich jetzt gegen den Typen machen. Hoppala. Hast du nicht gesehen. Ah shit, das hat er gesehen. Ich den Block instant abgebaut hatte. Ja, er weiß, was mache ich denn? Ich darf den Block nicht so instant abbauen. Er weiß, glaube ich, dass ich OP habe. Green, warte, ich mach gerne nur nicht, dass er mich da schlägt. Okay. Ich mach ganz ein Spiel mit dir. Okay. Warte, ich geh jetzt hier wieder hin. Irgendwie Game Mode 1. Ah, ich muss noch was Cooles überlegen. Da vorne kommt leider einer. Ah, mal gucken, ob das jetzt auffällig war. Er konnte mich natürlich nicht hitten in dem Moment. Hier ist eigentlich ganz nice, wenn Alex jetzt draußen ist. Weil er weiß ja schon, dass ich Game Mode habe, weil er mir halt Game Mode gegeben hat. Guck mal unten auf die Range 4,19. Oh, Game Mode 1. Die Range in Game Mode 1 ist halt nice. Das muss doch bei ihm so hart nach Range aussehen. By the way, falls ihr es gerade nicht checkt, weit Alex hittet ihn halt gerade. Also Alex heißt, jetzt steht es aber im Chat. Ich weiß nicht, ob er, was er jetzt glaubt. Jetzt mal gucken, ob, was er schreibt. Ob er irgendwas dazu schreibt. Ah, die Blöcke, die er setzt, sind halt jetzt ziemlich obvious. Aber ob er vielleicht irgendwas dazu schreibt. Ich weiß nicht, was kann man noch machen? Schreibt mal in die Kommentare vielleicht, was man noch so als Throw machen könnte. Ich hatte nämlich noch eine Idee, da müssen wir mit dem Server-Team nochmal drüber sprechen, ob man das machen könnte. Ich hatte nochmal so eine kleine Idee, die es so noch nicht so extrem gab, diese Art. Ah, das ist jetzt halt so ein bisschen auffällig, dass er da die Blöcke jetzt abbaut. Jetzt ist es halt auffällig. Er hätte sich vielleicht darüber gewundert, ob ich hacke. Ah, schade, ist jetzt eh ein bisschen auffällig. Aber ich glaube, dieser Tornado, der jetzt die ganze Zeit schon mit Web spielt und so, ich versuche nochmal, dass der irgendwie sagt, dass ich hacke. Vielleicht können wir es ja bei dem hier nochmal machen. Ist Alex vielleicht irgendwie gerade in der Nähe? Ich versuche jetzt noch irgendwie, dass er zu mir sagt, Hacker, weil das ist einer, der die ganze Zeit mit Wolf spielt, etc. Und dann denke ich nicht, dass der so allzu content ist. Game Mode 0, aber beide mir mal Game Mode 1, dass ich gleich wieder hochfliegen kann. So sieht er auch, dass er mich hitten kann. Okay. Ich weiß mal, dass er vielleicht nicht denkt, dass ich im Game Watch. Ich will nicht, ich will ein Priest nächsten, komm. Na komm, das ist der, der die ganze Zeit mit Wolves gespielt hat. Aber wir können doch mal. Ohne Moment, TikTok. Du bist ja so eine Person, die mag so gerne die Wolves hier, ne? Du bist eine Person, die erst die ganze Runde mit Raps gespielt hat. Du hast die ganze Runde mit Raps gespielt eben gegen mich. Permanent mit deinen scheiß Raps. Und jetzt siehst du mal, wie das ist. Mit deinen scheiß Raps, wo du dich permanent reingesetzt hast. Die ganze Runde. Puh. Setz dich nie wieder gegen mich in Raps. Wir machen jetzt mal etwas. Und zwar geben wir dir, ich hab Minecraft Deutsch, geben wir dir hier mal so ein paar Leitern. Komm mal mit.
Nein, es juckt es nicht, wie du Moonwalken oder Bruce Lee oder No-Shift kannst, Mann, es juckt mich nicht. So, komm mal mit. Du gehst jetzt die Leitern hier einmal hoch. An ein... sorry, aber du gehst mal kurz weg. Es geht jetzt nur um den hier, das ist jetzt gerade etwas zwischen uns beiden, das ist etwas Persönliches. Du gehst jetzt einfach diese... gehst einfach diese Leitern hoch. Hier sind Leitern. Hier gehst du hoch. Hier, Leitern. Hier sollst Leitern hochgehen. Hier sollst du hoch. Hier hoch. Hoch da. Genau, komm mit hoch. Du gehst jetzt die Leitern hoch. Komm hoch. Hier hoch. Oh, danke schön. Aber wenn ich jetzt einfach runterknackt habe. So, du gehst jetzt hoch. Wir bauen jetzt mal so schön einen OP-Weg zu dem anderen Spieler. Und wir jetzt hier den Weg rüber. So, jetzt hast du hier einen OP-Weg. Siehst du, da ist das Bett free. So, jetzt hast du mal die Chance, du hast ein Web. Jetzt hast du mal die Chance, das Bett so zu holen. Mach das MLG dahin und hol das Bett. Mach MLG. Du machst jetzt MLG. Komm, Tanada, du machst jetzt da MLG. Du machst jetzt MLG. Mach MLG hin. Mach MLG. Vergiss es, Mann. Mein Gott, Alter, warte, ich helfe dir jetzt einmal kurz. Komm mal her. Du hast die ganze Runde abgefuckt. Komm her. Wir geben jetzt einfach hier kurz das Tier-Stuff. Da. Anscheinend nicht. Okay, komm mit. Kommst jetzt mal mit. Du gehst jetzt auch mal kurz zu dem. So, wir bauen hier einmal kurz alles frei. Wo ist dieser eine? Wir TP'en uns kurz zu Tornado. So, du kannst hier gleich wieder runtergehen. So, das bauen wir hier einmal kurz in Webs ein. Ja, das ist jetzt, juckt jetzt nicht, okay? So. Du hängst jetzt da in deinem Webs. Jetzt kill ihn. Kill diese Person. Hier, in seinen eigenen Webs gefangen. Mein Bett ist weg. So, jetzt kommst du einmal her. Game Mode. Null. Jetzt schlägst du mich einmal. Schlag mich. Okay, so. Das war's mit der Runde. Puh, diese Webspieler, die sind einfach... Also das war's mit dem... Ich wollte jetzt in Zukunft mal öfters vielleicht so ein kleines Trolling machen. Dass dort aber die Sets halt nicht verletzt... dass die Stats halt nicht beeinträchtigt werden. Deswegen wird das mit dem Software nur alles abgemacht, wenn man das halt regelt mit diesen Trolling-Runden. Und ja, ihr könnt ja so ein paar Trolling-Ideen reinschreiben. Eine habe ich schon. Und da freue ich mich ja gerade besonders drauf. Ja, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. In Zukunft wird es mal öfters mal vielleicht sowas geben. Und ja, haut rein und ciao! Also, falls irgendwelchen Leuten die Stats wirklich wichtig sind oder so, da wird die Stats werden euch nicht ruiniert dadurch. Die Stats werden halt in der Runde ausgemacht. Und nochmal vielen Dank wirklich für das, reden. Es ist so spät abends. Nochmal vielen Dank wirklich an das New York Space Team, das einen wirklich bei dieser Sache mal unterstützt. Und ich habe wirklich mega Bock auf sowas, mal wirklich so ein bisschen Trolling zu machen, weil ich habe da auch so ein paar eigene Ideen, das war halt ziemlich spontan. Da habe ich jetzt nicht wirklich irgendwie noch was gemacht, außer diesem Typen jetzt ein bisschen, ich sag mal, so eine kleine Revanche gegeben. Aber ja, auch nochmal großen Dank an dich, Alex. Und ja, das war's mit dem Video. Wie gesagt, ich mache das jetzt einfach mit der Komma FL halt so, weil es einfach viele Leute wollen. Ich selber will halt meine FL eigentlich privat halten. Aber da es halt eigentlich noch viele Leute wollen, mein Deutsch ist gut, ja, alles gut, dass halt einfach viele Leute wollen, mache ich das dann halt so, dass ich dann halt einen Monat lang, sag ich mal, 30 Leute in der FL habe und unter jedem Video könnt ihr halt einen Kommentar mit eurem Ingame-Namen schreiben, das werde ich dann im nächsten Video immer auflösen und so könnt ihr halt einfach in die FL kommen für einen Monat, sage ich mal, das soll überhaupt nicht abgehoben klingen oder so, sondern es ist halt einfach, komm, halt eine begrenzte FL und ich kann nicht alle annehmen. Und deswegen mache ich halt immer nur so, dass man im Monat, das ist auch, sage ich mal, was Besonderes ist. Und ich finde auch, wenn ich 1000 Leute annehmen würde, dann ist es ja auch überhaupt nichts Besonderes mehr, in der FL zu sein. Aber ich will halt trotzdem die Leute, die ich wirklich in der FL habe, nicht deswegen beim Friend Remove All alle removen. Und da es bei GOMMA halt noch keine Funktion gibt, die irgendwie das Friend-System so macht, dass man Leute addet und Leute sozusagen so einspeichert, als, sage ich mal, irgendwie guter Freund oder so, dass sie bei / Friend Remove nicht removed werden. Deswegen mache ich das halt noch so, dass ich mir die 30 Namen dann aufschreibe, die dann adde und ja, also einfach unter den Videos kommentieren und mit eurem Ingame-Namen am besten immer hinten dranhängen unter hinter den Kommentaren und dann habt ihr halt immer die Chance in die FL zu kommen, dass ich euch dann random adde, weil ich adde nach jedem Video ein, also von diesem Video hier ist halt das erste Video, jetzt im nächsten Video werde ich auf die Kommentare von diesem Video hier
werde ich mir die angucken und dann werde ich random einen Namen rauspicken und den halt auf Komma adden. Und dann halt für insgesamt jetzt 60 Tage den ersten halt, weil ich werde jetzt insgesamt 30 Tage machen, bis ich die 30 Leute voll habe und ab da nochmal einen Monat die Leute in der Pell, sag ich mal, lassen und das dann nochmal neu machen. Das ist halt auch sowas, ein bisschen was Besonderes, ist, sag ich mal, in der Pell zu sein. Boah, dieses Webgespiele, ne? Also, Webs, ne? Das... Yo, I'm deep in the game, yeah. So you best know my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah.